Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperiale Agent bzw. Scharfschütze. So, in der letzten Folge haben wir hier den Typen besiegt, ein kleines Rätsel mit so einem Droiden bzw. Rätsel war es ja nicht wirklich, einfach nur meine Dummheit wieder. Ich dachte, weil da habe ich für die anderen Gegner gedacht, dass die das jetzt die gemeint sind, aber jetzt müssen wir die Hangar-Tore öffnen. Geil. Ich brauche übrigens noch einen Screenshot von Ilum. Ich habe nämlich noch keinen Thumbnail, so zugreifen. Ach, jetzt kommt wieder ein Gespräch, ey. Scheiße. Ja, zu Groß Moff Rigos zurück. Kann ich denn da zufällig mit der Fähre hier hinfahren? Die steht doch hier bestimmt auch nicht umsonst. Imperiales Transportschiff. Kann ich jetzt an der Seite reinfahren? Nee, geht gar nicht. Schade. Wäre geil gewesen. Ich glaube, das wäre fast zu geil gewesen. Okay. Setzt der in der Basis? Jupp, in der Basis. Da wollte ich auch genau hin. Denn ich brauche hier noch meinen Screenshot. Habe ich ja gerade erzählt. Aber ich habe mir schon eine Position gesucht, wo ich den machen will. Oder vorhab zu machen. Ich weiß aber nicht, ob es von dieser Position aus geil aussieht. Ich hoffe es doch mal. Und zwar von dort oben. Wie auch bei Hutter. Ich hoffe mal, das sieht gut aus. Ja, da sieht man ein paar von diesen Spitzen. Ich stelle mich mal hier genau. Das war eine super Idee. Darunter zu fallen war das Beste, was ich je gemacht habe. Bin ich auch total dämlich, darunter zu fallen. Wartet. Erstmal Einstellungen. Namensschilder. Verbündete NSCs erstmal aus. Da haben wir hier die Basis. Noch ein bisschen von dem Himmel. Da auch dieses eine komische Teil. Was auch immer das ist. Okay, zack, Screenshot gemacht. Erstmal wieder Einstellungen, Namensschilder wieder an. Na? Ich habe auf jeden Fall aber gerade das Geräusch gehört, das den gleich aktiviert hat. Hä? Achso, der macht gerade die Quests da. Die Dailies. Oder anscheinend, ich weiß nicht, ob das jetzt von den Dailies war, das Terminal. So, wird jetzt wohl die letzte Quest kommen. Da ist ja hier der Großmuff Regus oder Regus. Weil es jetzt Deutscher spricht, ich muss zum Posti. Unbedingt. Mir ist egal, was ihr dafür tun müsst, Major. Findet Malgus und findet die Flotte. Es ist auch schön, euch zu sehen. Die Flotte finden? Ich wusste gleich, dass Malgus Ärger macht. Lasst mich raten. Malgus hat die Kristallflotte. Leuten mit Prinzipien sollte man nie trauen. Großmoff, es ist Malgus. Im Holonetz. Ich befürchte das Schlimmste. Verehrte Sith, Bürger des Imperiums. Die internen Fäden des Rats der Sith und die Abwesenheit eines geradezu apathischen Imperators haben das Imperium jetzt schon zu lange geschwächt. Sith, Kinder der Sith und Krieger in der ganzen Galaxis. Ich rufe ein neues Imperium aus, das offen für alle ist, die nach Eroberung, Entfesselung und Leidenschaft streben. Was glaubt ihr, was er da macht? Der Rat der Sith wurde aufgelöst. An alle, die mich wie Darth Serevin unterstützen wollen, vergesst eure Titel und lasst mich euch zum Sieg führen. Jene, die sich weigern, werden sich unserer Tarnflotte stellen müssen. Der Imperator ist Vergangenheit. Seine Station und seine Macht sind in meiner Hand. Wir werden die Galaxis erobern, während er schläft. Habe ich eigentlich nur so wenig FPS? Ich habe nur 12 FPS. Jemand muss Malgus ans Handwerk legen. Keine schlechte Ansprache. Der Imperator ist Vergangenheit. Was ist denn mit dem Imperator passiert?
Die Jedi haben einen massiven Angriff gestartet und der Imperator ist verstopft. Mehr weiß ich nicht. Wenn es Malgus gelingt, die Tarnflotte zu bauen, ist er so gut wie unaufhaltbar. Ich weiß, ich habe euch schon um zu viel gebeten, aber dieses neue Imperium darf niemals siegen. Ich brauche eure Hilfe, um Darth Malgus aufzuhalten. Die sollt ihr haben. Ich helfe so gut ich kann. Er wird bezahlen. Ich mag es nicht, wenn man mich verrät. Er komme im Auftrag des Rats der Sith, hat er noch gesagt. Ich werde einen Notfallkriegsrat einberufen. Bereitet euch inzwischen auf die Schlacht vor und trefft mich dann in meinem Bunker. Darth Malgus wird diesen Tag nicht überleben. Ich habe hier noch eine Statue. Sprich mit XT9T. So. Da unten? Okay. Was soll ich denn jetzt hier? Ich sehe gar nichts. Nein, jetzt kommt ein Flashpoint. Darth Malgus, kritische Belohnung, Bedrohung, Kriegsrate bitten und unverzügliche Anwesenheit. Komm, jetzt noch dieser dämliche. Dann mal los, Flashpoint neu starten. Sie können warten, Mission ablehnen. Muss ich jetzt hier den. Ich mache mich auf den Weg. Zugriff gewährt, Galaxis Darth Malgus, oberste Priorität. Muss ich jetzt den verdammten Flashpoint machen? Ich will nicht. Ich mache erstmal noch schnell das hier. Oder das wird aber jetzt mal nicht kommen, der Flashpoint. Wir hätten den Verräter töten sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Agent, hervorragend. Ihr habt Malgus den Verräter in Aktion beobachten können. Habt ihr irgendwelche Schwächen bemerkt? Malgus leidet an Arroganz. Er ist nicht unbesiegbar. Mit Reden töten wir darf Malgus nicht. Worauf warten wir? Malgus hat sich gut verschanzt. Er hat die getarnte Raumstation unseres Imperators gestohlen und ist geflohen. Großmoff, Darth Malgus' Truppen fallen auf den Planeten ein. Seine Schiffe kamen praktisch aus dem Nichts und Truppenstürmen heraus. Alarmiert die Armee. Fordert Verstärkung an. Dieser feige Abschaum wird das Imperium nicht noch einmal in Verlegenheit bringen. Strahlen wir ins Invasionsschiff. Jetzt wären Elums Kristallen hier. Vernichten wir die Angreifer. Ich schalte jeden aus, der das Imperium bedroht. Wir können das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Ein Kommandojäger aus Malgus' Angriffsflotte sollte die Koordinaten seiner Station auf seinem Navigationscomputer haben. Endlich unterläuft dem Verräter ein Fehler. Stehlt eins seiner Schiffe. Und ihr könnt direkt zu Malgus' verborgener Raumstation fliegen. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht, ob ich es fliegen kann. So dumm kann Malgus doch nicht sein. Das kann nicht funktionieren. Malgus ist so mit seiner Schadenfreude beschäftigt, dass er einen derart kühnen Zug niemals vermuten würde. Ihr braucht nur jemanden, der den Tarnjäger fliegen kann. Ihr habt ihn gefunden? Es wäre mir eine Ehre, als euer Pilot zu dienen. Und wieder tun wir uns zusammen, Hiske. Ihr könnt fliegen, General? Gut, dieses Treffen ist beendet. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann ist es entschieden. General Hesker wird euch helfen, einen Tarnjäger zu übernehmen und euch zu Malgus' Station fliegen. Ich werde mein Schiff sofort bereit machen. Hesker wird euch an die Front bringen. Bahnt euch dann einen Weg durch die Armee des Verräters, um ein Schiff aus Malgus vorzustehlen. Viel Erfolg! Und wenn ihr dem Anführer dieser Invasion begegnet, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ach, wir können ihn auch im Einzelspieler machen, okay. Aber das kommt dann wahrscheinlich aber. Obwohl, das machen wir. Machen wir das jetzt? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Aber da werde ich aber die Gespräche alle skippen, weil. Obwohl, ich mache das später. Ja, ich mach's später. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es halt passt, dann Abo und ciao.